Hi Leute und willkommen zum Ergebnis der Oktober-Community-Wahl. Ich vermute einfach mal, die meisten wissen, was das hier ist. Wenn ihr aber neu seid, jeden Monat wählt die Community und ich zeige euch in diesen Videos die Wahlergebnisse. Ich weiß gar nicht so recht, ob ich heute mehr oder wenig sagen kann. Dafür zeige ich euch aber erstmal die Wahlbeteiligung und ich habe ja eine höhere Wahlbeteiligung angekündigt und dazu ist es auch gekommen. Denn wir hatten heute einfach mal 93 Stimmen und das ist die höchste Wahlbeteiligung seit September 2022. Das ist wirklich schon ein bisschen länger her, über ein Jahr. Und da will ich mich auch nochmal bedanken, dass so viele Leute mitgemacht haben. Ich muss dazu sagen, einige Leute haben sich nochmal so mit eingeschlichen, denn eigentlich ging die Wahl ja nur bis zum 10.11. Danach kamen aber nochmal einige neue Leute auf den Kanal und ich wollte einfach mal unglaublich freundlich sein und habe nochmal so 5-6 Stimmen reingelassen. Die letzte davon war, glaube ich, am 13. dann. Das war aber nur, weil ich unglaublich freundlich war und nächstes Mal müsst ihr auf jeden Fall innerhalb der Frist abstimmen. Ich habe da teilweise schon mal mehr als 10 Stimmen nicht zählen können. Dann habe ich nochmal gemerkt, dass einige Leute die Zusatzwahlkreise nicht so richtig verstanden haben, beziehungsweise weitere Parteien, denn ihr müsst eigentlich den vollen Ländernamen und vollen Parteinamen angeben. Ich war heute mal unglaublich freundlich und habe eine Partei mit Kürzel reingelassen. Das nächste Mal werde ich das aber auf jeden Fall nicht mehr machen. Die Person weiß hoffentlich, wen ich meine und das nur zur Vollständigkeit halber. Das Auszählen der Stimmen hier ist immer extrem viel Arbeit und wenn ihr mich dafür unterstützen wollt, könnt ihr auf jeden Fall gerne ein Like da lassen, denn das hier dauert teilweise bis zu 20 und 30 Stunden und daher helft ihr mir wirklich, wenn ihr das hier liked und teilt. Natürlich sind wir jetzt auch mittlerweile im November und dafür haben wir eine neue Community-Wahl. Die findet ihr in der Beschreibung und könnt auf jeden Fall neu teilnehmen. Wie immer nicht vergessen, es ist eine neue Wahl und ihr müsst nur teilnehmen, wenn ihr wirklich wollt, dass eure Stimme zählt. Und natürlich auch noch zu erwähnen, gerne abonnieren, dadurch verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Und ich will endlich nochmal mehr in Richtung der 10K gehen. Damit kommen wir dazu, wofür wir alle da sind, und zwar im Ergebnis nach den Parteien. Da muss ich eigentlich fast schon heute ein wenig schneller durchgehen, denn wir haben auch einige Parteien, für die es eigentlich Stimmen gab. Und ich würde auch sagen, eigentlich können sich heute sehr viele Leute freuen, außer man wählt die FDP, dann wird das heute ein wenig härter. Sorry an euch dann. Dafür fangen wir mit dem Wahlgewinner an, oder der größten Partei. Das sind die Christdemokraten auf 12,9%. Damit bleiben sie die größte Partei, haben aber einen Stimmen verloren. Generell haben die Christdemokraten auch beide ziemlich viel verloren, denn die CSU hat heute gar keine Stimme bekommen. Damit haben die zusammen über 7% verloren. Vielleicht nicht nur die FDP heute mit einer Niederlage. Dennoch war die CDU die größte Partei in 6 Wahlkreisen und ist auf jeden Fall weiterhin eine starke Partei. Wirklich nur knapp dahinter haben wir die AfD. Die gewinnt nämlich über 1% und erreicht 11,8%. Dabei waren sie auch in 5 Wahlkreisen am größten und sie war auch am größten in Nordrhein-Westfalen. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass die größten Parteien hier auch die größten Parteien mit Mächten nehmen sind. Also bei Umfragen, nur dass die hier natürlich schwächer sind. Auf den dritten Rang brechen wir damit ein wenig. Und generell sollte sich die Partei ja freuen. Die gewinnen einfach mal über 6%. Die haben nämlich einfach mal über 6% gewonnen und erreichen 10,8%. Das ist auch, glaube ich, ihr bestes Ergebnis seit, ich glaube, 13 Monaten. In 3 Wahlkreisen waren sie da am größten, unter anderem in Niedersachsen. Auf jeden Fall hat sich die Partei mehr als verdoppelt. 3 Parteien mit über 10% haben wir, glaube ich, auch eher selten. Hatten wir aber tatsächlich im August schon. Auf dem vierten Rang haben wir dann die Linke, die auf jeden Fall hier deutlich besser steht als in den echten Umfragen und sie hat heute auch hier gewonnen, und zwar 3,5 Prozentpunkte und sie landen damit auf 9,7%. Vor 2 Monaten waren sie aber schon mal besser. Dafür haben die Sozialdemokraten der SPD verloren, heute nur 8,6% und Verluste von 0,6%. Damit verlieren sie unglaubliche 4 Sitze und fallen vom dritten auf den fünften Rang ab. Damit bleibt noch eine Partei mit über 5% und das ist nicht die FDP, sondern die Freien Wähler. Die erreichen 5,4% und gewinnen 0,8%. Natürlich waren sie auch vorher schon drin, weil wir keine Prozenthürde haben. Dann kommen wir zu Volt, die haben 3,2%. Ein relativ gutes Ergebnis und sie gewinnen 0,2%. Das ist ein Plus von einem Sitz. Weder für Volt noch die Freien Wähler waren das, by the way, Rekorde. Volt war schon mal deutlich besser im März und die Freien Wähler im November 2022. Dann haben wir alle Parteien mit 2,2%. Da gewinnen die christlichen Fundamentalisten von Bündnis 10 0,6%. Bündnis Deutschland haben wir wieder neu im Parlament. Die Bierpartei gewinnt auch 0,6%. Der Dritte Weg verliert fast 1%. Die ÖVP gewinnt 0,6%. Da bin ich denen, by the way, sehr dankbar. Dadurch haben wir kein Unentschieden zwischen so 10 Parteien in Österreich. Dafür hatten wir aber genügend andere Unentschieden. Die Wahlkarte muss ich noch machen. Das wird sehr pain werden. Und die Tierschutzpartei ist neu im Parlament. Dafür die Tierschutzallianz wieder raus. Die Partei ist aber auch stärker als die Allianz letztes Mal. Und alle nächsten Parteien haben alle 1,1%. Da fangen wir an mit der Allianz Deutscher Demokraten. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die kennt und wisst, was das für eine Partei ist. Ich lasse euch dafür kurz Zeit und rede nochmal, um das Video schön zu strecken. Es ist aber quasi die deutsche Erdogan-Partei. Also eine Partei, die ironischerweise neben der AfD sitzt. Dann haben wir tatsächlich das Bündnis Sahra Wagenknecht und da war auf jeden Fall einiges an Chaos auch mit drin. Während die Wahl schon gelaufen ist, hat sich das Bündnis abgespalten von der Linken. Ich weiß auch nicht, ob deswegen die Linken irgendwie gewonnen haben. Auf jeden Fall habe ich das Bündnis nochmal als Wahlvorschlag hinzugefügt. Dann kam eine Stimme rein, aber als eingeschriebene Wahlstimme. Ich habe überlegt, ob ich die zählen soll, aber die Person hat nicht mal den Ländernamen davor geschrieben, also nicht mal Kürzel oder so, und so weit gehe ich dann auch
auch nicht, weil irgendwo habe ich auch Standards, wenn ich schon eingeschriebene Parteien zulasse. Dann dachte ich erst, die Partei würde gar keine Stimme bekommen und dann die allerletzte Stimme war tatsächlich doch nochmal eine Stimme für sie. Und ironischerweise sind sie damit geteilte größte Partei in Thüringen, was auf jeden Fall interessant ist. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das Bündnis noch entwickeln kann und ob sie so stark werden wie im echten Leben. Die AfD hat dadurch mehr Konkurrenz, natürlich haben wir auch ein stärkeres Bündnis Deutschland und dazu noch Freie Wähler. Daher denke ich mal, die nächsten Wahlen werden da auf jeden Fall nochmal spannender. Dann haben wir die Rechten, die 0,5% verlieren. Genauso viel verliert auch die 25. Das erste Mal natürlich durch meine Stimme aus Rheinland-Pfalz, nicht mehr aus Niedersachsen, fühlt sich irgendwie komisch an. Und tatsächlich, weil das BSW eine Abspaltung von der Linken ist, sitzen die auch neben dem BSW. Also die paneuropäische Team 25 neben Wagenknecht. Anscheinend will ich ein Auge auf die direkt haben. Und ich denke mal, beide Seiten sind dann nicht gerade erfreut. Auch nicht erfreut wird die DKP sein. Die ist nämlich eine der größten Wahlverlierer heute. 3,5% minus und nur noch eine Stimme. Die Mitte aus der Schweiz hat auch verloren, nämlich einfach 2%. Deshalb auch kein guter Wahlabend für die. Dann haben wir die Demokratische Partei aus Luxemburg. Das ist eine liberale Partei. Damit kehrt sie das erste Mal seit März wieder ins Parlament zurück. Heute haben sie aber nur 7 Sitze und damit ihr schlechtestes Ergebnis, wenn sie irgendwann mal Stimmen bekommen haben. Auf der rechten Seite sind die Demokraten pro Liechtenstein auch wieder drin, das letzte Mal seit März. Dann haben wir endlich die FDP, die wirklich nicht viel hat. 1,1% ist wirklich fast am Aus. Aber ich meine, die SPD hatte auch mal keine Stimme und die AfD auch mal nicht. Auf jeden Fall verliert die FDP 3,5% und auch 23 Sitze. Die FPÖ verliert 1,5%, die Grünen-Liberalen aus der Schweiz verlieren auch 1,5%. Dafür sind die normalen Grünen aus der Schweiz wieder drin. Dann haben wir HDZ aus Kroatien wieder drin, dafür aber nicht mehr die aus Bosnien-Herzegowina. Ich bin auch verwirrt, irgendwie immer dadurch. Die Humanisten verlieren 1,5%, die KPÖ verliert auch und hat ihre einzige Stimme aus Deutschland bekommen. Okay. Der dritte Weg hat irgendwie auch eine Stimme aus Luxemburg, also heute ist es irgendwie sehr seltsam. Die Neos haben wir wieder neu im Parlament. Die NFÖ kann sich glücklich schätzen, dass ich ihre Stimme gezählt habe. Die hatten nämlich nur ein Kürzel drin. Das ist das Bündnis Freies Österreich. Und ich glaube, die gibt es noch als Partei oder die wurden nicht aufgelöst. Die will auf jeden Fall aus der EU austreten. Und ich schaue es mir gerade an. Sie haben auf jeden Fall auch noch eine Parteiseite, die echt schrecklich aussieht. Die ÖDP verliert 1,5%. Die Piraten auch. Die SGP ist wieder neu im Parlament. Die Sozialdemokraten aus Österreich auch. Und die SVP aus der Schweiz auch. In den Wahlen, die ja stattgefunden haben, waren sie auch die größte Partei in der Schweiz. Und waren auch der größte Wahlgewinner. Dann haben wir noch eine Partei und zwar die CDU-Levi-Front. Und da ist mir was ganz Kurioses passiert. Denn eigentlich hatten die letztes Mal schon eine Stimme. Und zwar in Baden-Württemberg. Aus irgendeinem Grund habe ich aber nicht ihnen die Stimme gegeben, sondern Muramo und auch in einem anderen Wahlkreis. Da nämlich im Zusatzwahlkreis. Deshalb nochmal Entschuldigung da. War mein Fehler und generell ein wenig verwirrend. Da sie technisch damit schon drin waren, verlieren sie 1,5%. Und ja, Leute, das waren auf jeden Fall einige Parteien. Ihr habt hier nochmal zum Überblick die ganzen Veränderungen. Einige waren Gewinner und einige Verlierer. Die Grünen haben am meisten dazu gewonnen. Dafür haben die Kommunisten verloren. Die Christdemokraten haben einen sehr schweren Wahlabend gehabt. Und die Liberalen generell auch nicht wirklich gut. Ein paar kleinere Parteien haben dafür gewonnen. Aber kleinere Gewinne sind auch noch die Linke, Bündnis Deutschland und die Tierschutzpartei. Damit haben wir die Infos durch und kommen zum Ergebnis nach Wahlkreisen. We'll be right back.
Das war auf jeden Fall das Ergebnis nach Wahlkreisen und die Wahlkarte wie immer. Hier habt ihr nochmal die ganzen Veränderungen bei den Sitzen und wie sich die Ausgleichssitze verteilen. Beziehungsweise aus welchen Wahlkreisen wie viele Leute von welchen Parteien kommen. Das ist sehr schön an diesem System. Und hier habt ihr das Parlament mit 36 Parteien. Sind natürlich einige Parteien mehr. Man muss aber auch sagen, dass viele der Parteien relativ wenig Sitze haben und daher eher unwichtiger sind. Wir könnten eine Mehrheit für eine Koalition in der Mitte haben, also von Liberalen, Sozialdemokraten, Christdemokraten und so weiter und den Grünen noch dazu oder ansonsten wieder eine Parteienregierung, da dann mit Friedrich Merz an der Spitze und eine Art Bundesrat aus CDU, AfD, Grünen, Linken und SPD ist dann schon gefühlt relativ nah an der Schweiz, wobei die ja Liberale haben und keine Grünen und Linken. Generell finde ich spannend, wie sich die Blöcke verändert haben, denn eigentlich hatten ja einige linke Parteien gewonnen und ich dachte auch, die wären ja in einer Mehrheit. Wie ihr aber erkennen könnt, haben sowohl die Rechten als auch die Linken keine Mehrheit, denn wir haben auch einige kleinere Fraktionen in der Mitte. Und natürlich wisst ihr ja, wer hat mir in dieser Wahl einige Fragen mit drin. Und ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn ich dazu noch mein eigenes Video mache, wahrscheinlich auf dem Uncut-Channel, wo ich nochmal eine Präsentation mache und das nochmal genauer besprechen kann, auch meine Ideen hinter einigen Fragen, denn ich glaube, es könnte nochmal so eine halbe Stunde gehen und wird wahrscheinlich eher nicht hier reinpassen. Ich weiß noch nicht, ob ich das fertig haben werde, wenn die Wahl hier online kommt. Wenn ja, könnt ihr das auf jeden Fall hier euch direkt mal anschauen und ganz vergessen, auf jeden Fall liken und abonnieren. Nicht vergessen, wenn ihr keine weiteren Wahlen verpassen wollt. Auf jeden Fall habt ihr hier das Video auf dem Uncut-Channel und daneben auch nochmal ein anderes Video, da habe ich nämlich neue Parteien erstellt und die antreten lassen in deutschen Wahlen. Und ich denke einfach mal, wenn euch die Wahl hier gefällt, sollte euch das auf jeden Fall auch gefallen. Das war's jetzt aber wirklich für heute. Ich habe nochmal über 30 Minuten gerade Audio aufgenommen und habe heute auch nochmal einiges anderes zu tun. Deshalb danke fürs Zuschauen und ciao.